Yo Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video und heute regen wir uns mal wieder gemeinsam über schlechte Designs auf. Schlechte Designs, die ich in der Vergangenheit auch gemacht habe, war übrigens meine komplette letzte Merch-Kollektion und eigentlich alles, was ich an Thumbnails und Videos auf meinem Kanal habe. Danke dafür nochmal, Thomas, an der Stelle. Ja! Ganz genau. Und ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen uns einfach mal an, was der liebe Thomas da wieder rausgesucht hat. Das ist momentan Gamescom, deshalb wundert euch nicht, wenn jetzt eventuell die Videos nicht ganz so häufig ausfallen und vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt sind. Ihr aber trotzdem eine Menge Spaß dabei habt und lacht, dann würde ich euch bitten, einfach einen Daumen nach oben da zu lassen. Einfach ein Abo abzuschließen, meine Freunde, ist kostenlos, schlägt euch keiner für. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Bilder an. Ja, Braille Numbering on a Bumpy Surface. Das ist auf jeden Fall eine richtig tolle Idee, Blindenschrift auf eine unebene Fläche zu packen, weil man sicherlich die 309 als blinder Mensch ganz toll ausmachen kann. An der Stelle fragt man sich, hätten es da vielleicht doch 20 Cent mehr getan, um einfach ein Schild zu kaufen mit Blindenschrift? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Riesenapplaus an den Vollidioten, der das da angebracht hat. It almost seems intentional. Oh mein Gott. Okay. Das ist das Samsung Galaxy S9 und das Model hat sich selber erhangen. Ja, ich weiß ja nicht, ob... Also ich meine, die große Kette hilft es da vielleicht nicht dabei. Das könnte dann vielleicht die Mall gewesen sein, die da auch ein bisschen Scheiß gebaut hat. Aber vielleicht ist auch die Werbeanzeige nicht ganz so klug, weil es sieht ja wirklich aus, als würde die Frau schweben und von der Decke hängen und... Adopt if you love animals, don't stop eating them, shop. Adopt, don't shop. Adopt, don't shop. Oder man liest es halt so, adopt and if you love animals, don't stop eating them, shop. Ja, das... Ist auf jeden Fall extrem gut geschrieben. Also adoptier Tiere und wenn du Tiere magst, dann hör nicht auf, sie zu essen. Kauf ein. Das ist ungefähr der Text, der da drauf steht. Ich meine, ich würde es jetzt eher adopt, don't shop und dann andersrum lesen. Aber man kann es auch so rumlesen. Und ich glaube, dass dieses mit zwei verschiedenen Fonts und verschiedenen Größen und verschiedenen Farben zwischen zwei Texten irgendwie nie so richtig aufgeht. Ich weiß nicht genau, welcher Photoshop-Philipp sich das ausgedacht hat. Aber das ist auf jeden Fall eine echt ziemlich, ziemlich dumme Idee. Ja, that's a Pokémon in the bag. Okay. Okay, ja gut, alles klar. Das ist wieder Produktdesign 1 von 10 auf jeden Fall an der Stelle. Hier sieht man Ash Ketchum, der einen kleinen Rucksack hat und in diesem Rucksack ist ein Pokémon drin und das sieht entweder aus wie eine Taschenmuschi oder ein Arschloch. Wer kennt nicht die neuen Pokémons Taschenmuschi Roh oder Arschloch Bob? Das Pokémon heißt Arschloch Bob. Ja, mir fällt nicht mal ein dummer Witz dazu ein. Machen wir einfach weiter. Ja, ich würde auch unbedingt liebend gerne 1 Million Dollar für ein Haus bezahlen, wo einfach ein Stahlding mitten in meiner Küche drin ist, was nicht nur sauhässig und störend ist, sondern vor allen Dingen auch extrem unpraktisch, denn man kann diesen Schrank da oben nicht benutzen, man kann hier nichts machen und wenn ich vielleicht sogar das Pech habe, im Rollstuhl zu sitzen, habe ich nicht mal die Möglichkeit, drumherum zu fahren. Welcher Mensch baut ein Haus oder ein Apartment, verkauft es dann für 1 Million Dollar und hat einen riesigen, hässlichen Stahlklotz in der Küche? Das ist genauso, wenn ich jemandem erkläre, ach übrigens, das Feuer hinten im Garten bei ihrer 20 Milliarden Dollar Villa und der spuckende Vulkan, das haben wir leider nicht hinbekommen. Das Feuer brennt durchgehend und verschlingt ab und zu Kinder und der Vulkan bricht alle 3 Tage auf ihr Hausdach aus. Aber sonst ist das Haus wirklich super. Würde ich auf jeden Fall kaufen. Toll. The Gnome Thought Checker looks okay from the front. Ja, von vorne sieht er aus wie ein ganz normaler Gnome oder ein Gartenzwerg und von hinten sieht er einfach aus wie ein Kuckucksklan-Mitglied, was den Hitlergruß macht. Das muss doch auffallen. Das muss doch auffallen, dass das Ding aussieht wie eine Ku Klux Klan Kapuze. Das ist also gerade in den USA. Gerade in den USA. Ich meine, wenn man das jetzt in Deutschland hier verkaufen würde, würde wahrscheinlich die Hälfte der dämlichen Bewohner in Deutschland sagen, oh, guck mal, von hinten ist es aber ein Gespenst. Das kann man doch nicht, das kann man doch nicht vertreiben. Das kann man doch, warum ist der nicht angemalt worden oder sowas? Warum hat der nur 2 Löcher, die aussehen wie Augen? Das ist scheiße, Alter. Das kannst du doch nicht in den Laden bringen. Um Gottes Willen, ich verliere meine Stimme, Alter, wenn ich sowas sehe. Was soll denn sowas? These PCs won't last long. Ja, gut, wenn die PCs nicht lange halten, dann ist die Frage berechtigt, warum soll ich dann einen davon kaufen? Ich nehme an, da sollte stehen, these prices don't last long. Ich meine, man sieht hier auch den Rabatt, aber daraus wurde einfach gemacht, diese Computer halten nicht lange. Ja, warum will man nicht den PC kaufen, wenn man doch 180 Dollar spart und der PC nach 3 Tagen direkt kaputt ist? Das ist doch ein tolles Angebot, oder? Ich meine, wie kann sowas in der Zeitung oder in der Werbeanzeige landen, ohne dass das jemand absegnet? Also, der normale Schritt ist doch eigentlich, dass man Praktikant Peter hat, der das Ding dann runterschreibt und Praktikant Peter geht das dann abteilungsweise Alex und Abteilungsleiter Alex, hey, das ist fein. Und Abteilungsleiter Alex gibt das dann an Marketingleiter Martin. Und Marketingleiter Martin sagt dann, wir geben jetzt das Budget dafür frei und diese Werbeanzeige kommt online. Aber scheinbar ist Praktikant Peter der Einzige, der jetzt einfach Sachen online stellt und dementsprechend ist es ein komplett schwachsinniges Angebot, was auf jeden Fall wahrscheinlich keinen einzigen Kunden an Land gezogen hat. Tolle Arbeit, ganz toll. The ass is a little hard to see from the distance. Hoes are my life, I love them, I need them, I want them.
Ja, warum muss man das S in einer anderen Farbe machen? Ganz einfach, der Wortwitz ist natürlich super lustig. Schlappen sind mein Leben, ich liebe sie, ich brauche sie, ich will sie. Ja, oder halt auch Schuhe sind mein Leben, ich liebe sie, ich brauche sie, ich will sie. Jetzt würde ich da jetzt auch gar nicht mehr tiefer gehen, sondern an der Stelle einfach sagen, toll gemacht. Gerade wenn man halt von außen dran vorbeiläuft, fragt man sich dann auch, ist das eventuell jetzt ein Store, in dem man besagte Hose kaufen kann oder vielleicht doch Schuhe? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist mein Interesse damit geweckt worden. Generell ist der Slogan sowas von kacke, Shoes are my life, I love them, I need them, I want them. Was für ein Scheiß, Alter. Welcher Mensch hat Schuhe als Lebensinhalt? Wie traurig wäre das bitte? Modeblogger. I went to turn on the lights and I got sanitized instead. Auch geil. Man hat auf jeden Fall dann den Lichtschalter hier und wenn man dann im Dunkeln dann unter den Lichtschalter fasst, kriegt man direkt eine Ladungsspray auf die Finger. Ist auf jeden Fall auch, glaube ich, eine Sache, wo man sich kein bisschen erschreckt und vielleicht der ein oder andere Herzinfarkt schon stattgefunden hat an der Stelle. Immerhin ist es nicht abgelaufen. Ist noch bis zum April 2021 haltbar. Ist auf jeden Fall ganz gut. Wenn es doch schon also so ein Handdesinfektionsgerät gibt, warum dann nicht auch einfach einen Bewegungsmelder reinbauen und wieso hängt man das direkt über den Lichtschalter, weil das ist ja feucht und das geht ja in den Stromkreis und Wasser im Stromkreis, das weiß jeder Fünfjährige. This is not how mirrors work. The first Leon uncovering the true meaning of Christmas. Ja, aus Leon würde dann einfach Noel an der Stelle. Das scheint dann auch ein ganz besonderer Spiegel zu sein, den Leon da hat. Ganz kurz, wer ist Leon und hat Leon dann vielleicht an Weihnachten erkannt, dass Spiegel vielleicht doch einfach ein Portal in die Hölle sind? Weil das ist auf jeden Fall nicht realistische Spiegelung, meine Freunde. Und also ich gebe euch einen Tipp. Solltet ihr an einem Spiegel vorbeilaufen, der Spiegel bildet euch genauso ab und hinter euch steht einfach eine Frau mit einer schwarzen Kutte und einem kompletten Gesicht ohne Augen, ohne Mund und ohne Mimik und dahinter ist noch ein Kerl in der Kutte und da kommt schon eine dritte Person. Klar, das könnten die drei heiligen Könige sein. Seid euch sicher, dass ihr in einer Albtraumvision gefangen seid und euch schnellstmöglich daraus zu befreien. Wacht einfach auf. Wacht einfach auf aus diesem Albtraum, weil oder ihr seid in der Hölle. Ich kann es nicht genau sagen. Das, ja. Trash Employees Only. Ja, da kommen auf jeden Fall nur die Angestellten rein, die Müll sind. Das wäre dann bei uns im Zimmer auf jeden Fall hinten auch diese kleine Kabine. Thomas, gehst du ganz kurz in den Müllraum bitte zurück? In den Müllraum zurück, Thomas! Da bin ich doch, guck dich mal um! Stimmt, mein Zimmer ist der Müllraum. Aua, das tat weh. Ja, wer kennt's nicht, meine Freunde? Müllraum nur für Angestellte. Das ist auch der Raum, wo Thomas und ich eigentlich immer Mittagspause halten, weil wir sind ja alles Angestellte von Dena, falls ihr es noch nicht wisst. Wir müssen ja 90% unserer Einnahmen an Dena abgeben. Dena hat sich ja vergrößert, hat noch ein paar YouTuber in sein Büro geholt und wir arbeiten alle für ihn. Traurige Wahrheit, Leute, jetzt ist es raus. Bitte, wenn ihr mich nächstes Mal auf der Straße seht, helft mir! Ich muss hier raus! Upon walking in this bathroom at the supermarket, I was intentionally disguised the filth and the lack of the cleanliness until a closer look revealed that it's designed this way. Ah, okay, ich verstehe. Das ist okay, alles klar. Stellt euch vor, ihr kommt also in den Klo rein und seht das hier. Wollt ihr da kacken? Antwort A, nein, will ich nicht. Antwort B, ich glaube, auf die Türen wurde schon gekackt. Antwort C, nein. Und Antwort D, nein. Wenn man aber dann näher geht, sieht man, dass die Türen nicht angekackt sind oder beschmiert sind, sondern nein, sie sind einfach nur dreckig designt, weil man ja dann sämtlichen Schmutz einfach auch als Design abtun kann. Was für ein Scheiß-Design ist das bitte? Das ist ungefähr genauso, wie wenn ich in ein Krankenhaus komme und der Bettbezug sieht aus, als wären da über Blut und Kackelachen drauf. Das ist ja überhaupt nicht hygienisch, das ist ja einfach nur dumm. Welcher Mensch sagt denn so, in einem Hygieneraum sollten wir möglichst unhygienische Oberflächen wählen, damit jeder Mensch, der hier kackt, auf jeden Fall sich ganz, ganz, ganz doll ekelt und schnellstmöglich dieses Badezimmer wieder verlässt. Ganz tolle Idee, wirklich super, klasse, toll. If there only was some kind of wedge-shaped surface so they could have used, they didn't need to spend all that money on a lift for two stairs. Was? Nein, oder? Nein, nein, nein. Die haben nicht wirklich, okay, alles klar. Die haben da nicht wirklich für zwei Stufen einen Aufzug hingebaut, meine Freunde. So nett das auch ist, so nett das auch ist, dass es der behindertengerecht gebaut gewesen worden ist, man hätte eine Rampe bauen können. Man hätte eine Rampe bauen können und das hätte alles sehr viel einfacher gemacht und nicht so umständlich und es sähe auch deutlich schöner aus. Warum hat man nicht einfach, ist das vielleicht irgendwo, wo es die Erfindung der Rampe noch nicht gab? Ist das vielleicht, ich weiß es nicht. Der Mensch, der das Ding da angebaut hat, der den Leuten das verkauft hat, der muss eigentlich Millionär sein. Weil wenn ich jemandem erzähle, ich brauche für zwei Treppen einen Lift, dann bin ich auf jeden Fall ein Marketing-Genie, definitiv. Das f***ing Tap-and-Hotel-Buff. Ja, wer kennt's nicht, wenn man sich eine Badewanne einlassen will, das ganze Wasser aber wieder direkt in den Abfluss geht und das Hotel quasi damit einfach nur unnötige Kosten hat. Wer will das nicht? Ich meine, ist doch einfach nur geil, ist doch einfach nur toll. Jetzt muss ich meine Hand dahin halten und krieg wahrscheinlich Verbrennung im dritten Grades, nur damit ich eine Badewanne habe, die voller Wasser ist. Super, wirklich, toll. Das probiert doch jemand vorher aus, bevor man Armaturen anbringt. Und dann merkt man doch schon, oh, oh, aber nein, hier wurde einfach gesagt, ja, das passt schon, es geht eh keiner baden. Vielleicht ist es ein Sternhotel, naja. Ja, hier sehen wir einen Hund mit einem Knochen im Arsch. Randomized wahrscheinlich angeordnet und der Hund hat einfach dann einen Knochen im Hintern und schielt auch noch und die Augen sind extrem
krumm. Falls euer Hund so aussieht, geht mit ihm zum Tierarzt. Das ist nicht gesund. Und falls euer Hund so einen Knochen im Hintern hat, ich glaube, ihm bleiben nur noch wenige Minuten, bis er stirbt. Ja, und hier haben wir Asterix und Obelix. Und die Tasse, in der man drin sitzt, ist einfach das riesige Arschloch von Obelix, was er aufhält. Auch schön. Wer wollte nicht schon immer im riesigen Arschloch von Obelix rumfahren? Da ist auf jeden Fall nicht nur eine Menge Zaubertrank drin, sondern auch einfach vier Menschen, die da reinpassen. Wie? Ich... Hey, pst, wanna taste some French fries? Ja, und diese Pommes-Tüte sieht aus, als würde sie gerade irgendwie Crack verkaufen wollen und als hätte sie extrem viel durchgemacht. Der Lippenstift ist abgeschmiert, die Hände sind abgenutzt und es sieht so aus, als hätte sich diese arme Kartoffeltüte meilenweit durch dieses Land prostituiert. Und ja, das ist das Problem, Leute, wenn ihr keine regionalen Kartoffeln kauft, dann kriegt ihr nämlich sowas zu essen. Immer achtsam bleiben. Ja, Malteser, mal näher erzählt. Entdecke deine was? Was ist das? Was ist das? Wer hat das so aufgeklebt? Das ist in Deutschland passiert, Leute. In unserem geordneten Deutschland passiert sowas, was? Jetzt ist halt die Frage, wer hilft hier gerade wem an der Stelle? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ganz toll. Ganz toll gemacht. Wirklich super. 100 Day in the Sun in the Metal Shifter. Ja, wer kennt's nicht? Ich hatte das früher auch in meinem Auto. Ich hatte eine Metallschaltung mit einem Metallschaltknüppel. Und wenn man dann tatsächlich dann das Ding in der Sonne stehen lässt und draufpasst, hat man dann tatsächlich so ein ganz cooles Tattoo, was man sich selber machen kann. Auch geil designt auf jeden Fall. Gerade halt, wenn man sich da, wie gesagt, so ein Metallding hinmacht, was entweder im Winter ekelhaft kalt ist oder im Sommer einfach nur brütend warm wird. Also verstehe ich bis heute nicht diese Entscheidung. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Gefühlsachterbahn angekommen, meine Freunde. Es ist wieder Zeit, gemeinsam sich in den Keller zu setzen und zu weinen. Wenn ihr mir joinen wollt, die Adresse gebe ich euch gerne durch. Bei 30.000 Likes sage ich euch gerne, wo ihr hinkommen müsst. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Viel Spaß auf der Gamescom, meine Freunde. Trinkt genug. Es ist Sommer, es ist warm. Und damit bin ich raus. Vielen, vielen Dank von Thomas fürs Raussuchen. Und ich bin damit wirklich am Ende meines Lateins angekommen. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.